Hey! Herzlich willkommen zu Edelring. Es geht weiter. Wir waren stehen geblieben in der Dragon Pit, die ich ganz alleine gefunden habe. Und da sind wir noch auf irgendein riesen Echsenvieh gestoßen, das mich geone-shottet hat oder so. Das war das letzte Mal. Und ja, da machen wir jetzt weiter. Ich wurde natürlich brutal überrumpelt von dieser Echse. Aber diesmal gehe ich da rein und werde mich natürlich entsprechend vorbereiten. Es ist trotzdem ein, glaube ich, sehr schwerer Gegner, der enorm viel HP hat und wie gesagt one-shotten kann. Also das kann natürlich auch wieder einige Tries bedeuten. Aber vielleicht finde ich irgendeine Möglichkeit, den, ja, ich will nicht sagen cheesen, aber irgendwie effizient zu vernichten. Nikola, kannst du mein Bild über die Seelen machen? Ist das nicht so? Achso, über das andere Seelenbild. Ah ne, ich bin neben den Seelen. Hä, wie hast du denn das gemacht? Ja, hä? Ich hab's kopiert und da nochmal eingefügt. Ach, das ist ja clever. Aber verändert sich das denn dann auch? Na klar. Das ja ist gut, dann kannst du es ja lassen. War schon seit der ersten Folge so. Wirklich? Ja. Ja, ich sehe das hier von hier nicht so gut. Ich sehe das nur so ganz klein. Ich ist doof, aber wenn ihr in der Mitte sitzt, deswegen habe ich dich an die Rand gesetzt, daneben die Seelen. Das ist natürlich sehr gut. Übrigens, hier haben wir es ja mit Holy-Gegnern zu tun. Man könnte ja auch mal überlegen, ob man hier nicht mal mit einer Holy-Waffe rein, weil habe ich eine? Ich meine, ich habe irgendwann mal was Holy-mäßiges gebaut. Was ist das? Das ist Okkult. Was ist das? Kult. Cold, Okkult. Ja, ich habe noch sehr viele Okkult-Sachen, weil ich ja ein Arcane-Bild habe. Die müsste ich eigentlich auch alle mal umändern. Aber irgendwie habe ich doch Flamer. Sacred, hier, das ist. Ne, warte mal. Sacred ist das gleiche wie Holy, oder? Ja. Sacred Starfist. Könnte funktionieren. Wollen wir es ausprobieren? Den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Aber ist auf 24. Chat fragt, ob du gebackseated werden willst. Oder wie natürlich viel Backseating nicht. Okay ist. Wenn ich was wissen will, frage ich. Du was verpasst zum Beispiel, wenn du vorbeirennst an irgendwas Interessantem? Ich renne an nichts vorbei. Okay, dann. Aber ich mache nur manchmal unterschiedliche Reihenfolgen. Wenn es wirklich den Anschein hat, also wenn ich eine Location schon wieder verlasse und sage, okay, hier habe ich wohl alles und habe nicht alles, dann könnt ihr gerne nochmal einen Einwurf machen, aber nicht mitten, wenn ich mal einmal an einem Eingang vorbeigelaufen bin, dann sage, ja, da war noch ein Eingang, weil mir fällt auch viel auf und ein, was ich aber halt, ich muss mich ja immer erstmal für einen Weg entscheiden, also lieber erstmal nicht, ich frag schon, wenn's und so. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin auch selber sehr gut. Das ist auch geil. Guck mal, der steht hier so und übt hier schon mal so den Kampf. So, und dann komme ich und dann gebe ich ihm links eine und rechts eine. Und dann mache ich so. Okay, alles klar. Ready. Raus. Hallo. Oh, und dann kriegt er direkt einen. Ja, das ist nämlich das Problem, was ich jetzt habe. Oh, neue Waffe. Executioner's Great Axe. Das ist ja jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich jetzt schon eine Flask verbrannt haben. Bulky Cleaver welded to long haben. Perhaps that is the reason. Critical Hits. Warcry. Oh, 115 Critical. Das ist nicht schlecht. Ansonsten ziemliches Standard-Moveset. Nicht schlecht.
Aber das, der Critical Damage an der Waffe ist durchaus interessant, Leute. Weil man damit natürlich dann schön hier reposten kann für nochmal das bisschen extra Damage. Gefällt mir. Gefällt's. Nee. Was ist denn das? Spiral Horn Shield. Nein. Das könnte auch gut funktionieren. Zum Staggern. Von der Echse. Das könnten wir mal probieren. Ist zwar ein bisschen langsam, aber wenn die Bubbles erstmal fliegen, wobei ich glaube, die haben es genervt, ne? Aber wenn die Bubbles erstmal fliegen, Leute. Du Schwein. Ich habe mich nicht erschreckt. Ich habe mich in meinem Leben noch nie erschreckt. Crit heißt gar nichts. Der Multiplayer von so einer großen Axt? Hä? Raff ich nicht. Es geht doch nur um den Critical-Schaden. Welcher Multiplayer? Gab's da gar kein Bonfire oder irgendwas in der Nähe? Wieso muss ich denn jetzt hier so weit wieder laufen? Ach ja, hier gab es ja auch noch den Blutkelch. Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal so weit laufen muss bis zu dieser Echse. Lol, wie der einfach daneben kommt. Lol! Ja, der Dolch hat 150, das ist auch die beste Waffe für Repose. Wobei wir bei Relana gesehen haben, dass es nicht so einen krassen Unterschied gemacht hat. Nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier jedes Mal... Oh, da ist ein Loch. Hä? Aber es kann nicht sein, dass ich jedes Mal hier diesen Weg laufen muss. Zu dieser Echse. Eine Echse? Was hat's? Ach guck, da oben ist noch ein Item. Okay, da kommen wir irgendwie noch hin. Scheiße, jetzt verliere ich ja hier noch mehr Energie. Das ist doch nicht geil. Und der kommt wieder. Nein! Nein, ich hau ihn! Nein, zu spät. Alter. Es läuft nicht gut hier. Und er kommt auch wieder. So eine Scheiße hier. Das habe ich überhaupt nicht gut gemacht. Ach, leck mich. Das war von Anfang an Kacke. Nehme ich auch schon die... Egal. Das war... Wieso habe ich überhaupt diese Waffe jetzt da genommen? Ich habe ja hier Holy Damage, aber das hat auch nicht so viel gebracht. War das bei Dark Souls nicht so, dass man, wenn man Holy Damage hat, dass die dann nicht wieder aufgestanden sind? Oder bilde ich mir das ein? Hier stehen die trotz Holy Damage nämlich auf. Finde ich ein bisschen doof, aber gut. Ja, nochmal Fokus drauf. Ja, haut schon gut rein, Holy, bei denen kann man nichts anderes sagen. Das ist schon ganz gut. I like. Benutzt das Schwert, wo die tot bleiben? Welches Schwert?
Ich mach Holy Damage. Die Waffen sind holy. Hier. Sacred Staff Fist. Holy Damage. Das stimmt schon. Aua. Ich dachte, er haut wieder über mich. Vorhin hat er dreimal über mich gehauen, jetzt hat er nicht einmal über mich gehauen. Das klappt ja richtig gut hier. Ich hab keinen Bock auszuweichen. Ausweichen ist wie für Leute, die bei Rennspielen auch bremsen. Das ist so absoluter Humbug. Das war nice. Was ausweichen? Ausweichen, ausschmeichen. Oh. Bam! Achso, ich vergesse es immer. Ich muss immer Double Tappen hier. Das liegt daran, dass sich niemand kraulen möchte. Kann ja nicht so schwer sein hier. Was soll denn das jetzt? Ich kann nicht glauben, dass da unten kein State-Dings da von America war, wie das auch immer heißt. Das ist wie diese langen Viecher, die es auch bei Zelda gibt, die Skelett-Dinger da. Exakt die gleichen Gegner gibt es auch bei Zelda Breath of the Wild. Ich hör schon den Dreckspenner, ey. Das sind drei Stück? Alter, roll doch! Lol. Erster. So, schon drei Flasks verbraten. Das ist nicht gut. So, hier war nochmal Be Brave, Show No Fear. Okay, das ist doch... Ist das nicht eine direkte Anspielung an Indiana Jones? Only the... Wie geht das nochmal? Blablabla takes a leap of faith oder so. Wahrscheinlich ist hier so ein unsichtbarer Gang.
zu sehr Schisse. Was sind hier? Die Perlen. Perlen vor die Säue. Ah, ich glaube hier. Huch. Ach so. Huch. Oh, wohl doch nicht. Hm. Tja. Hä? Schwören können, dass dann dass da ein Weg ist, ehrlich gesagt. Na gut. Okay. Ihr sagt, ich bin nicht brave? Okay, fuck it. Geronimo! What the fuck? Nee. Okay, aber warum gehen die Klangperlen dann kaputt? Ey, das ist ja bescheuert. Ach du meine Güte. Okay, da gebe ich jetzt mal zu. Real Talk, Leute. Ohne Chat wäre ich da jetzt nicht runtergesprungen. Weil ich die Perlen runtergeschmissen habe. Und die Perlen sind kaputt gegangen. Und das heißt, normalerweise man stirbt. Krass. Okay. Ich wäre sogar runtergesprungen, wenn ich nicht die Perlen benutzt hätte, weil ich dann es einfach ausprobiert hätte. Aber durch die Perlen habe ich mich selber wieder davon abgebracht. Smithing Stone 4. Ah ja, das ist cool. Okay, Boss. Krass. Dann ist die Echse gar nicht der Boss, dann ist hier der Boss. Aber was für einer? Ich muss kurz Boss-Equipment machen. Ich habe nämlich nur noch begrenzte Flasks. Oh, ist ein Du? Ancient Dragon Man? Schon wieder? Der kann nix. Aua, der kann aber ganz schön reinhauen, Alter! Heil dich! Oh. Alter, er springt halt die ganze Zeit wie so ein Hirte. Okay, ich muss andere Waffen nehmen. Wir Beastclawen ihn. Oh shit, was ist das? Aua. Ja, geiles Timing. Wie geiles Timing, hab ich gesagt. Alter, wie haut der denn rein? Gehe ich in die Offensive jetzt? Nee, in die Defensive. Nix. Oh, er hat den Heal durchgekriegt. Passt nichts mehr, Junge. Ist doch wieder down. Maul! Ancient Dragon Man, more like Ancient Dragon Man. Okay, was haben wir gekriegt? Dragon Hunters Great Katana. Dragon Hunters Great Katana.
Strength Dex, was schon mal gut ist. Great Katana with the spines of gravel stone along its blade wielded by the ancient dragon man of the dragon pit. Has an anti-dragon effect. Formerly a dragon communion warrior, the ancient dragon man was an arbiter of those worlds that devoured the dreaded one. Dragon wound slash. Okay, sieht geil aus auf jeden Fall. Geil. Ah, sehr langsam. Ist, glaube ich, das gleiche Moveset wie dieses andere Great Katana. Ne? Also so Longblade Monster Hunter Style. Ich mag die Rennattacke hier, die ist ganz gut. Ja, okay. Müssen wir natürlich leveln. Was haben wir hier? Ja, okay. Das ist die... Okay, die macht wahrscheinlich mächtig Damage. Wir eigentlich, wenn wir sie upgraden, direkt an der Echse testen. Ich weiß nicht, ob die als Dragon durchgeht, aber könnte sein. Ah, hier ist ein Bonfire. Guck. Hä? Achso. Ich dachte schon, ist ja schon wieder hier irgendwas. Bonfire verschwinden die ganze Zeit. Wo kommt man denn jetzt da raus? Wo sind wir denn? Oh, neues Gebiet, Alter, wie geil. Oh, und die Map ist aber noch ein ganzes Stück weg. Okay, wir müssen die Echse machen. Oder? Die Echse? Ja, also. Ganz ehrlich. Also, da komme ich ja gar nicht mehr hoch. Ich muss die Echse noch killen. Aber warte. Ich würde sagen, wir upgraden das Schwert, oder? Und probieren's. Elden Ring ist zu einfach. Kommt drauf an, wie man spielt. Und, welches Skill-Level man hat und es sind so viele Faktoren. Was ist denn dann, weiß ich nicht. Oh, na, mir fällt gerade kein leichtes Spiel ein, aber ich würde das nicht so schnell verallgemeinern. Könnte ich sogar noch ein Level hoch machen. Das auch. Ich benutze die eigentlich beide so viel, aber ich habe nur 7 Ancient Dragon Smithing Stones. Noch zögerlich. Und was ist das? Sombas Mittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr können wir nicht mehr, haben nur 4. Plus 10? Ich habe nur 4. Wer weiß, was noch alles kommt für Waffen. Auf keinen Fall kann ich plus 10 machen. Ich habe nur 4 Sombra Dragonstones. Bei der Waffe lohnt es sich. Oh, Leute, okay.
Und die Krallen, ich meine, ich benutze sowohl das Backhandblade als auch die Krallen benutze ich eigentlich sehr viel. Aber wenn ich beide auf letzte Stufe bringe, habe ich nur noch 5. Komm, wir machen es. Lebt nur einmal. Man muss die Feste feiern, wie sie feiern. Ich habe 3 Sachen gemaxt, Leute. Woohoo, ich fühle mich crazy. Der ist ja völlig verrückt, Alter. Komplett verrückt. 3 Waffen gemaxt. Oh, Leute, das... Ihr wisst ja gar nicht, wie schwer mir das fällt. Aber man muss einfach auch mal wirklich, wenn... Ich benutze die Waffen ständig, da muss man sie doch auch mal auf Max-Level bringen, oder? So. Kann man hier noch Infinities ändern an der? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hier haben wir Blood. Beide sind Blood. Ich benutze ja jetzt eh die dicke Keule. Jetzt müssen wir nur gucken. Könnten natürlich Feuerabwehr rein. Damit wir nicht... Wobei, was mich das letzte Mal gekillt hat, war nicht das Magma, sondern seine dumme Attacke. Ach was, ich probiere den erstmal so. Komm. Jetzt hier einen auf Feuer Damage Ring. Scheiße, falsche Handschuhe. Man kennt's aus dem Winter. Ah, das ging noch einigermaßen gut. Wie viel bringt der Health-Dings? Das ist übrigens einer, das ist nicht Health, sondern das gibt mir mehr Health zurück von der Flask, sozusagen. Also muss ich weniger Flasks benutzen. Ich meine, davon gibt's aber auch noch einen größeren, das weiß ich schon. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Den müsste es aber auch hier irgendwo im DLC geben. Aber wir machen jetzt erstmal... Oh, jetzt war ich kurz... So, ich sollte jetzt nicht noch mehr Flasks verlieren, wenn ich gegen die Echse noch kämpfen will. Gegen die Echse? Sorry. Vielleicht rushe ich einfach durch. Anstatt zu kämpfen. Was meint ihr? Och, wieso hat er mich denn jetzt erwischt? Scheiße da. Mann, ey, so unnötig. Komplett unnötig. Ah! Oh, was? Hast du mich erschreckt? Ich wusste nicht, dass er die scheiß Treppen hochkommt. Jesus. Und jetzt hat er mir die Bubble direkt wieder weggenommen. Mann, Mann, Mann. Läuft wie am Schnürchen. Okay, es haut aber wirklich mächtig rein. Was? Was flamet mich hier? Oh Gott, ist der nervig, ey. Thank you.
Alter, das ist ja absoluter Hammer, diese Waffe. Oh, und da haben wir es direkt. Ancient Dragon Smithing Stone haben wir gekriegt. Das ist ja fantastisch. Okay, das ist ja eine absolute Granate, diese Waffe. Holy shit, war das jetzt nur, weil das ein Drache als Drache war? Macht er jetzt nur gegen Drachen so krass Damage? Weil ich hatte jetzt das Gefühl, gegen die normalen Gegner war es okay, aber hier, das war ja völlig insane. Das war ja gar kein Vergleich. Kannst ja mal sagen, dass der Chat recht hatte. Ich hatte recht. Okay, ich hab's gesagt. Ich hatte recht. 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 Okay, was wollt ihr? Was soll ich mir aufs Gesicht tätowieren? Chat hatte recht, ihr hattet recht, okay, Chat hatte recht. Verdammt nochmal. Dieses eine Mal, okay. Dieses eine Mal. Und dann kostet ihr das gleich so aus, ne? Na gut. So, wir nehmen wieder die geile Max-Level-Fist. Wo ist sie denn? Da. Also diese Beastclaw ist sowieso komplett imbar. Durch dieses Moveset. So, ich glaube, jetzt habe ich hier dann aber auch alles. Das ist ja eigentlich eine kleine Höhle. Hier ist nichts mehr. Wir gehen. Hä, wieso kann ich nicht? Wir gehen direkt wieder hier hin. Gehen wir hier weiter. Die Savage Claws. Oha. Speaking of the dragon. Okay, da sind natürlich jetzt mehrere Drachen, aber es sieht aus, als ob nur einer am Leben ist. Es wäre ein bisschen krass, 3 oder 4 Drachen. Ah, alles schon gegeben, alles schon gegeben. Aber ist da ein rotes Auge in dem. Ich bin eigentlich nur hier. Ich glaube, dieses Gebiet ist erst später, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die Reihenfolge wäre wahrscheinlich jetzt nach Relana weitergehen. Wo war denn das überhaupt? Hier war Relana. Hier müsste es eigentlich weitergehen. Gen Norden. Oder. Das kann natürlich auch im Süden weitergehen. Fakt ist, wir wollen so viele Shadow Tree Fragments finden, wie es nur geht, bevor wir uns wieder mit irgendwelchen Megabossen beschäftigen. Weil ich habe keinen Bock, nochmal 500 Tries für irgendwas zu brauchen oder 300 oder whatever, wie viel es auch immer. Ich weiß nicht, ob es jemand gezählt hat, wie viele es dann halt eben waren bei Relana. Auf jeden Fall waren es viele. Und das hat mich echt mehr geschlaucht, als es hätte sein müssen. Weil ich da, glaube ich, zu früh war. Ich war ja bei Relana, war ich ja vorm Löwen. Der Löwe war okay, so 20 Versuche oder 15 Versuche oder was, finde ich voll in Ordnung. Ich meine, ich hätte ihn ja fast First Try gelegt.
wenn ich meine Dartpfeile eingepackt hätte. Aber gut, hätte, hätte. Aber Relana hat echt, okay, ich wollte sie natürlich ohne Kriegsaschen und ohne Spirit-Aschen und Geisteraschen und ohne Cheese-Sticks machen. Das habe ich mir natürlich selber so aus. Das muss man natürlich nicht so machen. Aber ich wollte euch natürlich auch beweisen, wie geil ich bin. Mit Level über 200 bist du irgendwo zu früh. Ne, ich bin ja im NG Plus, deshalb passt das schon. Was ist hier? Bale, O Terror Incarnate. Again I stand. Afar, yeah. Wie geil das aussieht, wie der Schatten da über mir sich verändert. Wusstet ihr, dass manchmal, wenn man die gelben Schafe haut, dass ein dickes gelbes Schaf kommt, um die zu retten? Aber hier ist wohl keins in der Nähe. Tja. Doch, doch, das stimmt. Ich kann euch das zeigen. An anderer Stelle. Stimmungsvoll hier dieses Unwetter ist. Ach, ach, ich liebe dieses Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Stand im Weg. Ja, die tanzenden Bäume sind in der Tat ein bisschen... da könnte man echt irgendeine Musik drüber legen. Welche Musik würde passen? So die Benny Hill Musik? Das sieht echt aus wie aus der Muppet Show. Jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Hier ist, oh, das ist ein Boss. Das ist nicht nur so ein random Drachen. Sharp Gravelstone. Found a Jagby of the South with my ship across the river. Okay, das ist the Boss Arena. Nur einfach an dem vorbei. Der schläft, oder? Nee, der schläft nicht. Hm. Also im Monster Hunter würde ich dem jetzt drei Fässer auf den Kopf stellen, aber hier... Ja komm, wir hauen direkt drauf, oder?
Da liegt er schon. Der Boy. Nein! Du Fickpimmel! Oh, wie es mich schon wieder aufregt, du. So eine Scheiße. Mann, was eine Chance, ey. Da wäre das leider auch schon wieder ein First Try gewesen. Jetzt hau zu! Er haut einfach nicht! Jesus! Nein, Pferdchen! Ja, sicher. Ja, kann man machen. Das war halt scheiße. Wen soll die Scheiße treffen, Junge? Oh, Alter! Hier, take this, bitch. Oh, zu weit weg. Nein! Die Heilung war schon im Gange! Die Heilung war schon durch! Es war ein First Try. Jesus, verfucking fuck, fick fuck. Wieso bin ich nicht... Wieso wache ich jetzt hier auf? Verstehe ich alles nicht. Da war doch... Da ist doch ein Stay... Da ist doch so ein Marika-Dingskirchen, oder nicht, gewesen? Oder war das nur ein Summon-Ding? Doch. Hä? Ich raff's nicht. Hier. Ach so, das ist nur für Summoning. Hä, ist das nicht eins, wo man normalerweise... Ist das nicht sonst... Naja. So. Nein! Nee, komm doch nicht rein, Junge. Dragon Scale Flash. Es ist kein Gegner, mit der sich eignet zum Angeben. Was ist das? Consumable. Boost Vigor, Stamina, Strength, Dexterity at the cost of gradual HP lost. Consumable heißt doch, dass man es nur einmal benutzen kann, oder?
Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch keine geile Belohnung. Aber ich glaube, das kann man mehrmals benutzen, oder? Habe ich es jetzt noch? Haha, nee, es ist ja scheiße. Jetzt ist es weg. Okay, das ist ja richtig schäbig. Was soll ich denn mit so einem Mist? Das ist ja echt enttäuschend. Hoffentlich war das Item nicht noch für irgendwas anderes gut, ey. Das ist so schlecht, das Item, dass ich gerade ernsthaft nachdenke, ob das nicht für einen anderen... Das war kein Quest-Item, oder? Egal. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Wir sind von da gekommen. Ne, von da sind wir gekommen. Okay. Das ist also quasi das Begrüßungskomitee gewesen hier. Oh, wie geil das aussieht da oben. Die geile Hängebrücke. Seht ihr sie? Oh, ich wünsche, dieses Spiel würde niemals enden. Und da geht's auch noch runter? Oder? Das sieht aus, als ob es da noch runter geht. Oh, ich habe noch so viel vor mir, glaube ich. Das ist ja so toll. Man möchte Progress machen, aber man möchte auch nicht Progress machen. So müssen sich... Das ist wie World of Warcraft. Du kannst auch immer weiterspielen. Nur nicht, ist halt nur nicht so geil, aber... Aber ich würde auch nicht wollen, dass es ein MMO ist. Ich will schon auch, dass man es schaffen kann. Ich will einfach nur, dass es ewig dauert. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, da komme ich hoch. Hoch. Komm! Boy! Der richtige Winkel! Da fehlt doch nur ein Millimeter, Alter! Oh! Oh, das, ich kann es riechen, dass ich da hochkomme. Oh. Jetzt, oh, komm. Wahrscheinlich gibt es hier einfach eine Treppe links daneben. Leute, ich sag's doch. Ich komm überall hin. Nur nicht ins Berghain. Und hier ist einfach gar nichts. Oh. Oh.
Hast du sicher schon alles im Startgebiet im nahen Umfeld erkundet? Ich würde sagen, ja. Also, jetzt wenn du so fragst. Ich war schon sehr gründlich, aber das weiß man natürlich bei Elden Ring nie, wenn man nicht Guides liest oder so, ob man wirklich alles gefunden hat. Kann natürlich immer irgendwo noch irgendwas sein, aber ich will dann Zeilen hinlegen. Jetzt lass mich... irgendwie rein. Jetzt lass mich doch... Da haben die eine unsichtbare Wand eingebaut, oder was? Okay. Ja Leute, Sapperlot, was ist denn das gewesen? Ich glaube, da guckt ein Admin zu, der einfach mich gerade genukt hat und gesagt hat, wir haben die Schnauze voll von deinen Exploit-Versuchen. Er hat mich einfach gekillt mit dem roten Knopf. In den Friedhöfen bin ich häufig an den Pottträgern vorbei. Welche Friedhöfe? Hier? Wo? Wo waren denn hier Pottträger? Jetzt hast du mir Angst gemacht, dass ich was verpasst habe. Darf ich mal fragen, was du auf den Handschuhen drauf hast? An extra? Meinst du an meinen Beast Claws hier? Einfach nur Blut. Oder was meinst du? Ja, jetzt habt ihr mich natürlich hier getriggert, dass ich irgendwelche Topfträger nicht gekillt habe. Wo sind denn hier Topfträger? Hier bin ich doch alles... Was meinst du denn mit Friedhöfen? Ich meine, das ganze DLC ist mehr oder weniger ein großer Friedhof. Wie man hier sieht. Orte mit physischen Grabsteinen. Auch das hilft nicht wirklich weiter. Ich meine, es ist Miyazaki. Hier sind eigentlich überall Grabsteine. Es ist eigentlich Grabstein das Spiel. Es ist Grabstein seine Mutter ist das hier. Hier sind auf jeden Fall keine Topfträger. Siehst du, in Deutschland wird über die Kopftuchträger diskutiert und hier wird über die Kochtopfträger diskutiert. Da war irgendwo wahrscheinlich ein guter Gag, aber ich hab's verkackt. So, hier sind keine Topfträger. Ich erinnere mich, hier irgendwo war mal was. Das ist ein Topfträger? Nee. Ist auch keiner Topfträger. Oh, tatsächlich habe ich hier doch noch nicht alles gesehen. Guck mal hier. Ja, sag er mal. Sacred Tower Painting. Gibt's auch wieder die Bilder. Guck mal. Ja, ich hol doch noch nicht alles hier richtig gut abgesucht. Schande auf mein Haupt. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland macht Fehler. Vor Live-Publikum. Was unangenehm sind. Ist das hier ein Topfträger? Nee, das ist einfach nur ein Lappen.
hier irgendwas? Hier sind physische Grabsteine. Da ist Topfträger. Ich meine, den habe ich gemacht, oder? Alter, jetzt reicht's aber mal hier. Alter. Nein, Fernglas! Wieder vergessen, auf die Flaschen zu hängen. Das passiert so oft. Was ist das hier für ein komisches Licht? Sind das hier Topfträger? Kochtopf? Kopftopf? Kopftoch? Kopftopf? Radarfruit. Ja, gar nichts war hier. Also ich meine, hier sind keine Kochtöpfe mehr. Die verpissen sich. War da einer? Also ihr meint jetzt im Ernst, da war einer, den ich jetzt gerade übersehen habe? Ich bin noch sehr ungeübt mit den Großkatanas hier, wie man sieht. Moveset echt noch nicht verinnerlicht habe. Da ist einer, oder? Nee. Das ist ein Körbchenträger. Immer noch das dumme Fernglas. Okay, da ist wirklich eine Sicht, ja, okay. Wir machen es mal anders. Aber dann kann es wirklich sein, dass ich einige von denen schon verpasst habe, weil die lösen sich ja auf. Und wenn du dann da nicht drauf achtest, dann kann das natürlich schon sein, dass du da mal was übersehen hast. Die funkeln so ein bisschen, ne? Hinten war das, glaube ich, oder? Wo war das hier? Wo war denn das? Nerv doch nicht, Vogel. Du Vogel. Jetzt habe ich hier schon wieder
östlich von Grace. Wieso bin ich denn West? Ich habe komplett die Orientierung verloren, ey. So. Da ist der Baum. Da war das. Ich war komplett falsch. Da ist das. Da sieht man ihn sogar schon. Da. Okay. Die haben das auf dem Kopf. Alter, ein Shadow Tree Fragment kriegt man davon. Ach du meine Güte. Alter, das ist ja krass. Okay, das wirft ja ein ganz anderes Licht auf die. Das ist ja einfach das fucking wichtigste Item überhaupt. Jetzt muss ich ja nochmal alles absuchen nach den Typen. Wer weiß, wie viele ich von denen übersehen habe, ey. Das war die Höhle mit dem Bild, ne? Vielleicht habe ich doch nicht genug abgesucht im Anfangsgebiet. Ich war mir so sicher, aber... Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Oh, das ist so verlockend, die alle mit einem... mal umzuhauen. Ich muss ganz genau jetzt hingucken und mich konzentrieren, weil die hauen ja ab, dass ich die nicht verscheuche, dass ich die überhaupt erstmal sehe, wo sie sind. Ich glaube, hier sind keine. Vielleicht sind die immer nur bei echten Grabsteinen oder so. Ja gut, das kann jetzt hier... Oh, warte, da ist wieder was. Läuft da irgendwas? Topf? Topf Boys? Nee. Wo waren denn noch Friedhöfe, ey? Einfach mal so ein Shadow Tree Fragment. Jetzt habe ich den dummen Kopf von dem Fieder. Da ist nix.
Nee, die haben Körbe. No Topf. Es kann schon auch sein, dass hier irgendwo Grabsteine sind, ey. Ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet. Und das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich. Ja, das Problem ist, ich habe halt noch keine Videos geguckt, ne? Ich habe keine Elden Ring Videos geguckt, weil ich mich nicht spoilen lassen wollte, beziehungsweise auch nicht die ganzen Geheimnisse schon wegnehmen lassen wollte. Deshalb bin ich nicht immer unbedingt jetzt auf dem neuesten Stand. Das ist halt so, wenn man selber spielt. Vor allem, ich glaube, ich brauche mittlerweile 3 Fragments für ein Level. Kann das sein? Ey, wer weiß, wo überall in dem Spiel jetzt solche Typen schon waren, die einfach verschwunden sind, während ich mit irgendwelchen Gegnern, die in der Nähe waren, gekämpft haben. Das ist natürlich tricky. Das wäre sowas, wo man gerne auch mal einen Guide rausholen kann. Hier war ich schon, ne? Ja, das ist der Knast. War ich schon. Danach habe ich den Drachen gemacht, das weiß ich noch. Hier sind keine Topfguys. Topfgun. Mit Topf Cruise. Hier war die Rüstung, die Vogelrüstung. Aua. Hau ihn doch einfach mal. Okay, aber hier, die scheinen nur bei echten Grabsteinen zu sein. Kann das sein? Ich glaube nicht, dass die hier so einfach frei rumlaufen, die Topfgeist. Wobei einer war ja auch da in dem Legacy Dungeon, der stand da ja auch einfach rum. Hm. Habt ihr einen Topfguy gesehen? Nicht? Okay. Hier sind die Hunde. Ja, hier geht's auch noch runter, ne? Die unterste Ebene.
Oha. Flying One, na gut. Aber spricht dafür, dass ich hier noch nicht war. Aber hier war ich schon, das weiß ich. Aber hier könnte zum Beispiel auch irgendwo noch ein Topfgeil rumlaufen. Hier sind aber erstmal nur diese ekligen Viecher. Komischen Motten-Teile da. Kein Topfgeil. Nicht unter der Brücke? Nix Topf. Ja. Ehrlich gesagt. War hier noch irgendwo ein Grabsteine? Hier war einer, glaube ich. Das müsste also schon auch was Markantes auf der Map sein. Ich glaube, ich sag jetzt mal, ich habe alle. Habe ich alle? Mann, das macht mich fix und fertig, Leute. Ihr wisst nicht, wie sehr mich das triggert, ey. We are all utterly captivated, it is what ba- Wondering about the horn scent, are you? True enough. In any of this long ago, Queen Marika a cleansing by- It's no wonder the horn scent. That aside, and in this regard, the tower- They were never saints, they just happened to be on- But it's still a wretched shape. Go to the mischief in that forsaken place. Give Scorpion Stew. Wisst ihr, woher ich den Scorpion Stew hatte? Den habe ich von der Oma, die ich gestern gekillt habe. Von der Oma vom Löwen. Und er nimmt den jetzt. Aha. Wie viele Leute haben das schon rausgefunden? What's this? Do you think me in need of arms? But this dish? She's fair of the tower. I remember fondly this kin-clad scent. Brings back memories I'd all but forgot. This, by my troth, is but a dismal copy. Indeed, I think it rather plain to see. Things once broken can never be the same. Wie jetzt? Das war's? Take this for your troubles, won't you? My desire not to be in your debt. Furnace Visage, na toll.
go to the misshapen tree of Umbra. In that forsaken place, blood must spit. Ja, okay. Das hat mir jetzt wie 6 Wuff. Was craftet man denn eigentlich mit denen? Ich kann gar nichts craften mit denen, bislang zumindest nicht. Da. Hefty Furnace Pot. Okay. Aber da fehlt mir sogar noch das andere Zeug hier. Ember of Mesmer. Ja gut, das sind diese ganz fetten Töpfe. Komisch. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es mehr Quest noch ist. Aber immerhin was rausgefunden. So findet man Sachen raus, indem man NPCs tötet. Ich bin völlig besessen, jetzt diese Topftypen zu finden. Ich dachte, diese Shadow Tree Fragments gibt's nur. Da ist ja sogar eins. Oder? Hab ich mir das schon gesnackt. Hier habe ich doch gerade so eins gesehen irgendwo. Da! Ja, der allerbeste. Wie, du redest nicht? Why? Carve words causes. I abandon here the flesh of my body. Ist er ein Topf-Guy? Ne. Da habt ihr mich jetzt auf was gebracht, Leute. Oh oh, die Musik ändert sich. Ist schon wieder ein Drache, oder? Wer jammert denn hier? Ja, man muss halt aufpassen, dass man hier nicht so einen Topfguy verscheucht. Sie sind sehr scheu. Sie sind wie Crystal Lizards quasi. Vom... Ach, schade. Vom DLC. Nerv doch nicht, Hund. Hier ist keiner. Die Hunde sind so nervig. Schreit laut im Chat, wenn ihr einen seht. Also kein Hund, sondern ein Topfguy.
Da ist einer! Da ist einer! Hau ab! Hund, nerv mich nicht! Da ist einer, direkt vor mir. Seht ihr ihn? Aber ich werde genervt! Psst. Hä? Okay. Oh, shit. Scheiße. Oh, da habe ich Glück gehabt. Die Typen, ey. Auch ätzend. Shadow Tree Fragment. Level up. Overpower. Ah, ah! Was geht ab? Hier geht's runter. Brosef, hier geht's runter. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr. Ist das noch ein Topf-Guy? Aber ich will da jetzt noch nicht runter. Ich bin hier noch nicht in dem Gebiet eigentlich. Oder? Schon wieder? Boah, die sind aber auch hartnäckig. Boah, hast du Glück gehabt hier. Moah. Okay, fuck you. Nee, schon wieder keine Darts. Was? Nee, keine. Oh. Kein fucking Mana, Alter. Ey, vielleicht habe ich dann gegen den Löwen im First Try gar nicht wegen zu wenig Darts nicht getroffen, sondern weil ich kein Mana hatte, weil ich Magic Darts benutze. Und die kosten jedes Mal ein ganz kleines bisschen Mana. Okay, das war dumm. Das war hier. Erstmal upgraden. Ich brauche doch nur zwei. Das heißt, ich brauche nur noch einen. Ein Topf-Guy noch. Und dann hätte ich sogar noch ein Level up. Wo finde ich jetzt noch einen Topf-Guy?
Ja, das ist auch irgendwie auffällig. Kann nichts machen. Visions of Turtle. Wie mir der DLC bislang gefällt, ah, so mittelmäßig. Ich spiel's halt, weil es gerade nichts anderes gibt. Was ist denn das? You hurt one of the forager brood. This thing cannot be forgiven. Fuck? Was geht jetzt? Was mache ich jetzt? Was passiert, wenn ich den töte? Kann ich den deaggroen? Ich weiß, wer das ist. Das ist dieser Moor. Nee, töten und dann in die Kirche gehen bringt, glaube ich, nichts. Weil meiner Meinung nach muss man, kann man die nicht wiederbeleben, tote NPCs. Man kann die nur deaggroen. Was bringt der? Was gibt's denn? Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Jetzt mal ehrlich, Leute. Ist das ein wichtiges Item, was ich von dem krieg? Ein Kochbuch. Aber dafür kriege ich ein geiles Armor-Set. Verdigris Great Shield Armor. Das ist so ein bisschen... Das dürfte ziemlich schwer sein hier. Verdigris Armor 25. Boost 82. Ist das sogar mehr als das Fingerprint Shield? Wie viel hat Fingerprint? ...77 nur. Das ist schon ein ziemlich krasses Schild. Ziemlich krass, krasser Schild. Moore's Charge. Also ich habe den Waffenslot, das ist natürlich dumm.
Oh, ich hab Angst, ich zittere, ich zittere. Na gut, es ist wie es ist. Ich hätte natürlich nicht auf dieses unschuldige Vieh hauen müssen. Aber ich wollte halt. Ja. Was machst du dann, ne? Fakt ist, dass da kein Topfgei war. Fledermäuse. Fledermausis. Und Fire Golem. Gut, was los, ey. Was bewacht ihr denn so Wichtiges, dass hier so viele von euch sind? Das ist eine wirklich sehr langsame Waffe. Wie komisch, bewachen die den Dude hier? Ember of Mesmer. Interesting. Shit. Ja. Diese Peasants sind die krassesten hier. Diese ganz normalen mit der Doppelaxt. Unnormal, was die reinhauen.
Mann, es gibt so viele Richtungen, dass ich überhaupt nicht mich entscheiden kann. Ich habe richtige Entscheidungsparalyse, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich weitergehen soll. Mir fehlt ein Shadow Tree Fragment für noch ein Level Up. Das wäre auf jeden Fall schon mal geil to have. Geil to have. Da. Rechts. Hier würde auch so rechts. Und nochmal so einer, Alter. Jetzt rechts. Lass mich doch nicht zweimal von euch killen. Persönlich, ey, ohne Scheiß. Was hast du denn jetzt anfokussiert? Jesus! Ah, da kommt der Double X Guy, kommt natürlich auch gleich, um mitzumischen. Ey, wie die einfach reinhauen im DLC, du. Kannst du keinem erzählen, du. Mal, da sitzt er, die feige Heuschrecke. Seht ihr? Den sieht man kaum. Der sitzt da in seinem kleinen, seinem Fluffelhelm. Noch einer. Holt mich immer aus der Luft. Black Knight Helm. Ich sage euch, hier rechts ist irgendwas. Mein rechtes Ei vibriert hier ganz leicht. So fühlt sich das an. Oh nein, ist das ein Bär? A-Bär. Kleiner ist es auch meistens ein großer. Oder noch ein kleiner, da ist noch ein kleiner.
bleiben erstmal hier in der Felswand. Das schon? Nee, oder? Was ist denn das da unten? Das da. Kein Topfgeier auf jeden Fall, kein Shadow Tree. Fragment. Ach, das ist aber nett. Gut Stich wünscht er mir. Skutula. Stunden hast du gebraucht für den DLC, ja. Ich glaube, ich werde so 100 Stunden fast brauchen, was absolut insane ist für einen DLC. Aber hier ist weniger, als ich dachte tatsächlich. Vor allen Dingen nicht das, was ich mir erhofft habe. Sehr viele Guards tatsächlich. Und allein diese Bogenschützen, die hauen schon richtig krass rein. Du siehst mich nicht. Ist er der Bogenschütze? Fuck you. Ich räume jetzt hier das ganze Zeltlager auf. Beim kleinen Schwerttanz hier. Ember of Mesmer. Jetzt können wir die großen Töpfe bauen. Ich weiß warum. Steht der Wicker Man, steht da stolz, breitbeinig. Blessed Bone Shard?
Das war ja wohl mal ein geiler Double Whammy hier. Ember of Mesmer. Scheint ja wichtig zu sein. Battlefield Priest's Cookbook. Golden Vow. Okay. Crafted Techniques. Heißt es, damit kann man jetzt Kriegsaschen herstellen? Okay. Shadow Rune braucht man nicht. Die sieht geil aus, die Burg. Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall ein Legacy Dungeon. Ich dachte kurz, du bist freundlich. Doch dann sah ich, welch frech das ist. Ganz geil hier, die Milady auf dem Pferd, die sticht. Guck mal hier, das ist so ein Stich, der ist relativ schnell. Hab ich auch noch nicht gesehen auf dem Pferdchen. Shadow Sunflower. Ja, die lebt ja immer noch. Ei. Ei. Jetzt hör doch mal auf. Das ist ja schon wieder ein Zeltlager. Der Mesmer und sein Camping. Nummer 6. Ups. Ups. I healed me again. I thought it was mine. Was passiert? Ich will nur mal was ausprobieren, Leute. Ich probiere es noch mal aus, ja? Wenn wir jetzt mal sagen, wir machen mal hier was Verrücktes, ja? Wir machen jetzt mal was Verrücktes. Wir nehmen
Wie weit fliegen diese Dinger? Nicht weit genug offensichtlich. Das trifft doch das Ding. Das macht so Spaß. Achtung. Scheiße! Ja. Er weiß von nix. Jetzt. Wieso? Alter, wie weit geht er denn zurück nach jedem Schuss? Was eine Verschwendung von Munition. Da schießt er da überhaupt nicht dahin, wo er soll. Er weiß nicht, wo es hält. Ey, guck mal, er geht halt jedes Mal einen Meter zurück, sodass ich dann... Okay, das bringt's nicht. Wie wär's mit einem Bogen? Vielleicht klappt's mit dem Bogen. Wir versuchen's mal mit dem Great Bow. Aber da habe ich keine Pfeile für, doch. Nee. Gut, kein Cheese möglich. Zumindest nicht von hier. Habe ich auch noch gar nicht getestet, die Handballiste. Jesus Christ, das gleiche Ding wie die Kanone, ey. Nicht schlecht, 400 Schaden, die sind ja nicht aufgelevelt, die Dinger, ne? Also, gar nicht mal so wenig Schaden, muss ich sagen. Für so ein Item, was man nie benutzt. Na gut. Golem Cheese hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und hier scheint auch nichts mehr zu sein. Schade, Popade. Geil, guck mal, da liegt so ein halb gefesselter Golem, oder? Oder der ist einfach noch nicht angezündet. Das ist ja geil. Da steht er jetzt auf, wenn ich komme. Was? Was ist das für ein Geräusch? Somewhere a great rune has broken? And so too has a powerful charm? Was ist das? Was ist gerade passiert, Leute? Was ist gerade passiert?
Was ist gerade passiert? Ey, what the fuck? Und warum jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt bleib halt stehen. Mann, ich hänge! Jesus. Ash of War, Rolling Sparks. Grants, Affinities, Ash War Grants. No Affinity on Armor, but imparts the following skill. Rolling Sparks, scatter perfume powder before you, triggering rolling explosions of deadly sparks. The properties of the sparks. Okay. The Ash of War für Parfümflaschen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was das gerade war. Irgendwo ist eine Rune kaputt gegangen und noch irgendwas. Vielleicht ist es, weil ich zu nah an die Burg gegangen bin oder an dieses Ding hier. Aber es wurde ja eigentlich ausgelöst, als ich stand. Das wundert mich so. Ich stand ja einfach hier und plötzlich kam das. Oder stand ich nicht? Verstehe ich nicht. Vielleicht ist das Mesma und das hier ist Mesmas Burg. Was sagen? Das würde erklären, warum es so gut bewacht ist. Ist wahrscheinlich bescheuert, aber ich probiere es jetzt einfach. Was habe ich denn hier? Okay. Das wäre auch ein bisschen albern gewesen, oder? Wenn man den anzünden könnte und dann steht er auf. Das wäre auch ganz geil gewesen, ehrlich gesagt.
Oh, ich liebe es einfach, wie Norden, Süden, Osten, Westen, überall irgendwie kleinere Sehenswürdigkeiten, nenne ich es jetzt mal, sind. Immer irgendwas, was das Auge so catcht und wo man sich sagt, so, okay, was ist da, was ist da? Ich krebs ja fast nur in der Oberwelt rum bislang. Okay, aber ich kann hier mit dem Ding auf jeden Fall gerade nicht interagieren. Furnace Keepers, no. Keep fire pots well clear when the golem's furnace is ablaze and never let me catch you with pots that produce flaming whirlwinds for goodness sake. Okay, das ist natürlich ein Hinweis, wie man die legen kann. Wir wissen ja mittlerweile, wenn man da oben einen Pot reinwirft, dass die dann kaputt gehen. Und hier weiß man jetzt auch warum. Beziehungsweise, wie wird's erklärt? Achso, was mache ich hier eigentlich mit der komischen Waffe? So, wo waren wir? Hey. Schon eine ziemlich beeindruckende Burg, sage ich jetzt mal. Oder Burgeingang. Da ist auch wieder irgendwas. Aber tatsächlich, was wir nicht gefunden haben, ist ein Shadow Tree Fragment. Moment. Ihr meint jetzt aber nicht... Jetzt muss ich es doch nochmal probieren. Ich glaube nicht, dass man das Ding hier zum Leben erwecken kann, aber ich... Jetzt probiere ich es doch noch einmal aus, ey. Das will ich jetzt nur... Ich will einfach nicht, dass ich es später irgendwo lese und mir denke, ah, ich habe es ausprobiert. Ich glaube, es ist Quatsch. Ich glaube, es ist Verschwendung von guten Ressourcen. Diese Dinger hier sind sehr selten, weil die Zutaten dafür sehr selten sind. Aber ich baller es jetzt da drauf. Guck dir das an. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Aber ich muss es ausprobieren, Leute. Ich muss es ausprobieren. Wenn ich es jetzt irgendwo in einem Video gesehen hätte, wie es jemand anders macht, hätte ich mich geärgert. Ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass man Dinger irgendwann später kaufen kann. Oder so, sonst wäre das ja echt super selten. Das hier sieht aus wie Mesmer's Castle. Und ich glaube, ich bin noch nicht ready für Mesmer. Shadowkeep, das klingt auf jeden Fall nach... Endstufe. Aber ey, wir können ja auf jeden Fall mal das Bonfire schon mal litten.
Oh nein, das Nil fällt aus dem Trailer. Wie man halt auch immer unvorbereitet, ich bis sehr langsam wisst, dass man immer erstmal begrüßt wird von irgendwas Gemeinem, aber. Immer wird man so unvorbereitet in den Bossfight einfach reingeschmissen. Ich war nur noch gar nicht da. Ich habe nicht mal Hallo gesehen, ich habe die Schuhe ausgezogen, da wirst du schon angegriffen. Okay, so einen lächerlichen Hippo, das kann ja wohl nicht so schwer sein, das Vieh. Was machen wir denn da? Ich weiß noch zu wenig. Beastclaw scheint mir sinnvoll. Backhandblade eher nicht. Ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen was mit mehr Donkerdonk. Donkerdonk. Naja. Wir probieren es mal so. Rennt einfach mit offenem Maul auf einen zu. Hey! Ich komm, Jesus, aus dieser Fick-Ecke nicht mehr raus. Was soll das denn? Also das war ja wirklich gerade ein bisschen... Ich hasse es ja, wenn ich mich buffe und dann sofort sterbe. Angriff ist die beste Verteidigung, ich sag's euch, Leute. Der catcht einen immer! Scheiß auf Buffs, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie man hier diesem Run da entgeht. Alter Schwede, was geht hier vor sich, bitte? Du bist der erste Boss, bei dem ich es noch nicht geschafft habe, überhaupt mal einen Treffer zu landen. Okay, jetzt fucking Beastclaw ich ihn. Ich glaube, man darf ihn nicht fokussieren am Anfang. Wir rennen erstmal zur Seite. So, siehste. Dann gibt's Backenfutter. Der hält nämlich nichts aus, sehe ich doch jetzt schon. Shit.
Kraft überhaupt nicht, wo was einen trifft. Ja, irgendwie ist der ganze Körper gefährlich von ihm. Alter, was treffe ich denn hier? Ist das wieder so einer? Der ist sehr ähnlich wie der Löwe, muss ich mal sagen. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Komische Bosse hier. Was willst du da machen? In der Arena, das sind so Sackgassen. Ja. Das ist so lächerlich, ey. Hier ein Sweet Spot. Nein. Okay. Ich sehe nicht mal irgendwas. Na gut, Leute, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Überzeugt mich noch nicht so ganz der Boss. Ist auch wieder so Marke, riesengroß, Chaos, super viel Energie, alles irgendwie so, aber nicht so richtig clever meiner Meinung nach. Aber vielleicht habe ich noch zu wenig versucht. Da ist Relana bislang noch absolut das Highlight, aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie sich es noch entwickelt. Ob ich ihn packe, ob ich ihn überhaupt weiter versuche. Schauen wir mal. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war's erstmal. Tschüss.